Hallo und ein herzliches Willkommen zu Anime Aktuell in der Wintersaison 2016, das hier ist Episode 9, dabei ist Pengwort, Hallo. und ich der Starkev. heute müssen wir mal Jojo verabschieden für eine Ausgabe, hm. ja passiert, ja und man hört auch eventuell, dass der Matze noch ein bisschen erkältet ist, verschnupft, ich habe einen langen Kampf hinter mir. und immer noch nicht richtig überstanden, ne? Ah, was? Das geht bald. Ja, wollen wir mal hoffen, dass du dich nächste Woche wieder normal anhörst. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, über unsere kleine bescheidene Auswahl an Anime aus der aktuellen Saison zu reden, kleine Information am Rande: äh, Anime aktuell wird es in Zukunft nicht mehr auf Mega runterzuladen geben. Stattdessen könnt ihr das Audio auf SoundCloud hören und auch auf SoundCloud runterladen. Da gibt's auch ich habe auch alle ähm, aktuellen Episoden, also sowohl von Staffel 1 als auch von der aktuellen Staffel, bereits dort hochgeladen. Oh ja, Soundcloud. Ja. Unsere liebe Soundcloud, voll mit unseren Podcasts. <laughs> Ganz genau, da kann man sich auch unsere normalen Podcasts anhören, wenn man möchte, natürlich. So, wollen wir mal anfangen. Und äh, ich würde glatt mal dir die Auswahl überlassen, da du letzte Woche nicht da warst. Mit was möchtest du denn anfangen zu reden? Über was? So, so ist richtig. Da ist Kopst wie gesprungen, größtenteils. Fangen wir an bei Erased. Okay. Das war ja diese Woche diese, wie soll man sie so benennen, Bindeglied-Episode? Bindeglied? -Episode? Bindeglied nachdem, <laughs> ja, nachdem sozusagen die erste Krise anscheinend gelöst ist, es ist es so ein, irgendwie so eine Zwischenepisode zwischen ja das da, da passiert nicht besonders viel na ja also, das es das, passiert das, schon was aber es passiert nicht besonders viel interessantes oder spannendes ja das das, das äh, Hauptproblem mit Kaio wird gelöst und der Protagonist muss halt jetzt zusehen, sehen wie die anderen Probleme lösen kann ja und so richtig was Konkretes passiert da nicht. Also, er tut es einem Mädchen, das er weiß, dass auf der Liste ist, also zumindest ist es nach seinen Erinnerungen in der Zukunft, aus äh, der er kommt, tut er beschatten. <laughs> richtig stolpertig. Und hm. ja. ja, naja, zwischendurch passieren noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel, dass man ein bisschen mehr über Charaktere erfährt, wie den Lehrer. Ja. Um, über den ich auch mittlerweile nicht mehr weiß, was ich denken soll. <laughs> ähm, weißt du, es ist ja halt immer so, bei so einem Krimi-Mystery tut man gern raten, wer ist der Bösewicht, ne? Mhm, klar. Und es wäre, ich habe mir ab und zu mal gedacht, es wäre cool, wenn es der Lehrer wäre. Das würde nämlich bedeuten, dass er ähm, zu jeder Zeit perfektes Schauspiel von sich gegeben hat. Aber es würde auch äh, in gewisser Weise irgendwie so ein bisschen passen. Weil er wäre dann in einer Position, wo er all die Informationen abbekommen hätte. Ne? Klar. Hm. Aber Deswegen. irgendwie, ja. ja, so richtig. Jetzt ich wird er weiß noch nicht, genau, was ja. ich. davon halten. Also, so. bis zur letzten Folge, ich habe es auch in der letzten Anime-Aktuell-Folge gesagt, ich dachte ja wirklich, der Lehrer ist es. Weil, wie du gerade sagtest, er kann die Informationen bekommen. Und ich hatte auch gesagt, vom Aussehen passt er zu diesem vermeintlichen Mörder in der Zukunft. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, in Animes ist es immer so ein Problem mit der Alter mit Alter, ne? Aber wenn du 20 Jahre später dem Kerl nicht eine einzige Falte ins Gesicht zeichnest, dann wirkt es nicht so, als ob es dieselbe Person wäre. Hat er denn nicht Falten im Gesicht? Nicht ein kleines bisschen. Der sieht aus wie ein junger 25-Jähriger. Dann habe ich den falschen Erinnerung. Ja. Also, ja, es ist halt schwer zu sagen. Besonders bei dem Stil her, der nicht unbedingt äh, so, ja, so einfach das, das sehen lässt. Ich meine, bei ja. der Mutter haben sie gar nichts geändert. Ganz genau. Ja. Und die Folge lässt ihn halt ein bisschen, sagen wir mal, zu obvious als Killer dann erscheinen. Wieso? Überhaupt nicht. Das spielt doch mit der Süßigkeit. Äh, meinst du jetzt die Szene im Auto? Ja, mit den Süßigkeiten. Da er spielt mir das ja nur ein bisschen damit. Ja. <laughs> macht, macht sich einen Spaß damit, aber es wird überhaupt nicht offensichtlich hingehen. Ja, also Süßigkeiten im Auto eines Erwachsenen ja. und er versucht eine Ausrede also und er hat eventuell eine gute Ausrede gefunden oder ist es tatsächlich die Wahrheit. Man weiß es ja nicht. Also, die Anzeichen können äh, zeichnen darauf hin, dass es die Wahrheit sein könnte. Du hast gesehen, wie er äh, nervös ist in dem Auto. Das kann man jetzt natürlich auf äh, verschiedenste Arten und Weisen interpretieren. Erstens mal, er ist nervös, weil er äh, Satoros Mutter hinten drin hat. Oder er ist wirklich nervös, weil er, er kommt gerade von der Schule, von der Arbeit. Und ähm, in der Arbeit kann er sich nicht an-, an merken lassen, dass er Probleme hat mit seinem äh, Nikotin verbraucht, da er das Rauchen aufgegeben hat und irgendwas braucht, um sich abzulenken. In der Schule kann er ja schlecht auf äh, Lollis rumbeißen, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus als Lehrer. Mhm. Sondern das in Japan das ist es so irgendwie so, äh, richtiges Dekorum ist da ganz wichtig. <laughs> und äh, es ist eigentlich nachvollziehbar, ne? wenn es stimmt, ich meine, das ist so die Sorte von Anime, dass du wirklich alles hinterfrägst, auch die simplesten, mundansten Sachen. Hm. Aber ja, das, also ich denke eher, die haben sich dann Witz gemacht, weißt du, im Sinne von wegen so ein bisschen Spannung aufbauen. Uh, und ja, selbst der Spruch, der er da bringt, dann: Jetzt hast du es gesehen, Satoru, jetzt, jetzt hast du mein Geheimnis. Entdeckt. <laughs> ja, ja, ich kann einfach nicht anders, ich brauche es. Ich, ich, ich mich so nach dem Nikotinstecker, ich muss auf irgendwas rumbeißen. <laughs> ah ja, aber es macht Sinn. Deswegen hatte ich ja gesagt, entweder er hat eine sehr gute Ausrede gefunden oder. Also, das, was ja im Hintergrund jetzt hier so liegt, in der jetzigen äh, Situation von der Story, ist, dass ähm, der Bus, in dem Kaio untergebracht wird, sozusagen auch als so eine kleine Zwischenbasis benutzt wird von dem möglichen, äh, ja, mit Höchstwahrscheinlichkeit von dem Serientöter einem Killer. Hm. Naja, aber angefangen hat er ja die ganze Episode erstmal mit der, sagen wir mal, etwas dramatischeren Auflösung ja, von der Kaio-Geschichte. Die kam irgendwie so aus dem Nichts, weißt du? Ähm, auf einmal hatten sie dann so ganz klassisch, um den ähm, Dings, um den Bösewicht, um den Täter umzukehren, hat die Mutter mitgebracht. <laughs> Äh, äh, kennst ja. du die situation wenn dann irgend so ein, äh, jemand äh, kidnappt oder geisel nimmt oder einen laden überfällt ne und dann stehen die die das ist typisch japanisch weißt du da draußen die polizisten haben die mutter geholt von dem der dann die dann äh, <laughs> Tränen ja. auf den einredet, oh mein Junge, was machst du denn? <laughs> Damit er aufgibt. Das, so ist aber nicht Kriegsführung. <laughs> das ist aber nicht nur typisch japanisch, das habe ich da auch schon mal in, in ähm, anderen Werken gesehen aus anderen Ländern. Und die Japaner lieben es halt immer in ihren Kopfgeschichten, <laughs> weißt du, auch diese Sprüche von wegen: Du bringst ja. deine Mutter zum Weinen, weißt so ja. diese alten übrig gebliebenen konfuzianischen Wertevorstellungen, dass man die Mutter so ehren muss, um dann so ein bisschen auf das Gewissen und auf die Scham zu drücken. Hm. Hier kam das auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ich meine, es hat Sinn gemacht. Es war äh, auch so ein bisschen her in Richtung Auflösung, hat es geholfen. Aber ja, es wirkt so ein bisschen klassisch. Damit hatte ich aber in dem Moment eigentlich kein Problem. Es hat so, wie es da war, funktioniert. Hm. Also, auch wenn es halt klassisch wirkt. So also, was ich Ding. toll finde, dass sie wirklich ganz kurz und ganz prägnant, ohne Worte, einfach nur mit gescheitem Szenenwechsel und Schnitt, äh, so die Motivation, die Hintergründe für äh, die Probleme der Mutter einfach eingeschlagen ja, haben. Das, das stimmt. Ganz, ganz simpel. Ähm, also, in ihrem Elternhaus, da, äh, war der Vater gewalttätig. Und äh, in ihrem jetzigen Haushalt mit der Kayo war halt auch sie diejenige, die immer sich äh, Lungs ange. Lacht hat, die sie geschlagen haben und das hat sie dann an der Kairo ausgelassen. Und das wurde wirklich in wenigen Sekunden erzählt, nur mit Bildern und das fand ich ein klasse Handgriff, weißt du? Ja, man hat es halt auch einfach verstanden. Ja. Ja, ähm. Ja, aber irgendwie, ja. Man fühlt sich nach dieser Episode irgendwie so mh, in der Luft schwebend, ne? Ja. Ich meine, klar, am Ende wird noch so ein bisschen so was angedeutet, wer das nächste mögliche Opfer ist. Aber so, ja, so richtig was Konkretes kriegen wir nicht viel von der Episode, außer das, ja. Ja, äh, wir hatten noch hier den, den, ähm, auf den Namen komme ich gerade nicht, aber der Typ, der eigentlich verdächtigt wurde und und uh, ins Gefängnis kam für die Morde. Ja, der wurde von dem hatten erwähnt. wir noch von dem hatten wir noch erfahren, dass er auch mit dem Mädchen, was an, von der anderen Schule, was uh, auch getötet werden wird, wurde. Yeah. Beides <laughs> ab, mit der öfters abhing. Ja, dass auch eine, das eine bekannte von ihm ist. Ja. Äh, da der Typ auch öfters mit Satoru abhängt, kann ich mir vorstellen, dass er jetzt zum Beispiel Hiromi, also den Jungen, der aussieht wie ein Mädchen, kannte und der deswegen halt verdächtigt wurde. Vorher hatten wir diese kleine Information noch nicht. Ja. Also die Episode hat wieder dasselbe Problem mit unserem ähm, viel zu erwachsenen Blondie. Ne? Ja, aber daran habe ich mich mittlerweile gewohnt. Ja, ich äh, Ja, also gewöhnt habe ich mich dran, aber äh, gutheißen kann ich es immer noch nicht wirklich ganz. Ich weiß nicht, ich habe da kein Problem mit. Ich finde das okay. So ich weiß wie immer wie noch ist. nicht, was ich von dem halten soll. Irgendwie der wirkt auf mich immer noch etwas komisch. Ich kann nicht für voll nehmen. Ich habe einfach das Problem. Auch wenn er dann hier so eigentlich herzerwärmende Worte in den Mund nimmt, von wegen, ich will auch äh, so ein Verfechter für die Gerechtigkeit wie du werden, mm. Satoru, und will dir helfen. Und ich vertraue darauf, was du sagst, weil deinem dein Instinkt kann man vertrauen. Das ist irgendwie. Ich traue kein Wort. Ich traue dem Blonden kein einziges Bisschen <laughs> über den Weg. Und am Ende ist der Blonde der Killer. Mm. Das wäre auch noch was. Ja. Meine Güte. <laughs> nee, glaube ich ja. Nicht. <laughs> Auf jeden Fall, ja, er erzählt seinen Freunden ja von seiner Theorie vom Serienkiller, ne? Mhm. Und dass er hier äh, weit, was weitere äh, Tragödien verhindern will, aber es ist wirklich so, bis auf, dass er so ein kleines bisschen recherchiert, passiert nichts. Tja, die Folge ist nach dem nach der Auflösung vom, vom Kaio-Ark, könnte man sagen etwas leer. Ja, es ist ein bisschen Luft raus, ne? Hm. Aber ähm, ich bin trotzdem immer noch gespannt, halt, wie es weitergeht. Weil ich immer noch wissen möchte, wer überhaupt der Killer ist. Hm. Also ich finde es halt nur schade, dass die Luft in der zweiten Hälfte der Episode rausgegangen ist, weil es sind nicht mehr allzu viele Episoden übrig. Und ich habe irgendwie jetzt so Bedenken, dass sie versuchen, eine Menge Story in wenig Episoden reinzuquetschen. Vielleicht Oder ist haben sie es auch gar nicht mehr so viel Geschichte. Ich weiß es nicht. Haben sie wirklich genug ja, Platz und Zeit, um sich hier so einen hier faulen Lenz zu machen und einfach nur locker und lässig da so hinzutrabbeln? Naja, Keine Ahnung. Mal sehen. Okay. Jo. Uh, sonst fällt mir nichts mehr ein zu sagen. Nee, nicht wirklich. Dann gehen wir weiter. Ich wäre dann jetzt für... Gehen wir mal zur nächsten ruhigeren Episode. Dann haben wir die hinter uns Grimgar. Grimgar, die äh, Freizeitepisode, der Ausruh-Episode. <laughs> Irgendwie so. Ja, nachdem sie halt in der letzten Episode die, diese größere militärisch besser ausgebildete Gruppling-Gruppe äh, besiegt hatten, haben sie sich eine, äh, ja, einen Urlaubstag gegönnt. Ja. Und. Der hatte einige schöne Momente, fand ich, so von der Atmosphäre ja. her auch so, ähm, wie es dargestellt wurde. Es, es gab einige Momente, wo ich auch gerne meinen Screenshot-Button einfach mal gedrückt hätte. Sowas wie, ähm, wenn, wenn ähm, <laughs> der, 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 der Typ mit den roten Haaren Ranta äh, da auf dem Boot saß und zugesehen hatte, wie äh, Jume die Wand da hochklettert. Ja. Das zum Beispiel. Das war cool. Das Allgemein. Design von Welt und das Stil von Hintergründen ist immer was Feines in Grimgar. Aber im Großen und Ganzen ist die Art und Weise, wie sie den freien Tag erzählt haben, ganz cool. Er ist ja eigentlich nur eine große Gelegenheit, mal wieder so ein kleines bisschen zu entspannen und ein bisschen Charaktere zu beleuchten. Und unser Hauptcharakter, unser Haru, der hat äh, gar keine Ahnung, was er tun soll. Also läuft er einfach nur ziellos durch die Gegend und dabei trifft er halt ab und zu auf andere Leute. Und dann ja. lässt sich das so ein bisschen verbinden, was die an dem Tag gemacht haben und wo deren Gedanken hinschweifen und alles. Ja, das Was war ganz schön. War clever gemacht eigentlich. Und ich bin jetzt froh, dass unsere unsere liebe Priesterin Marie. so gesprächig geworden ist um Haru herum. Mhm. Weil ich finde irgendwie, dass deren Seiyu das richtig gut macht. Die hat das irgendwie stimmt. sehr charismatisch bringt sie das rüber. Ja. Marie ist jetzt wirklich ein guter Teil der Gruppe geworden. Auch am Ende der letzten Folge schon und jetzt halt auch hier versucht sie auch ihre Angst zu überwinden, weil die Protagonisten sich am Ende der Folge vornehmen, dass sie als nächstes in die Höhle gehen werden, wo äh, Mari ihre Gruppe verloren hat. Mhm. Scheint einen Grund dafür zu geben, denn nachdem sie diese äh, Bande von Goblins ausgeschaltet haben, äh, scheint irgendwie äh, die andere Seite reagiert zu haben und eine Menge marodierender wahnsinniger Goblinbanden ist eingefallen in die Stadt. Jetzt weiß ich nicht genau. Es ist so schade, dass man nicht so viel Informationen über die Welt bekommt, aber man kann nur ja ein bisschen spekulieren. Ne? Ist, sind jetzt da andere Goblinbanden eingefallen, weil so ein Machtvakuum entstanden ist? Oder war das vielleicht irgendeine wichtige Gruppe und jetzt gibt es irgendwie so eine Art von Rachefeldzug der Goblins? Ich habe keine Ahnung. Es wäre so also richtig schön, wenn sie so ein kleines bisschen uns äh, noch was füttern würden, damit die Welt ein kleines bisschen tiefgründiger und lebendiger wird, aber vielleicht... Ja, wir, da gehen ja jetzt von den Goblins weg, ne? Vielleicht erzählt <laughs> ähm, diese, diese Bonusgeschichte, die auf der, der äh, Webseite ist von, von Hai, Prudence <laughs> und Krimgar. Du könntest oh, okay. die ja wahrscheinlich lesen, ich nicht. Okay. <laughs> ähm, da, da veröffentlichen die mich jetzt, glaube ich, wöchentlich äh, seit Folge 8 oder so. Also zumindest habe ich es am Ende von Folge 8 zum ersten Mal gesehen. Da stand das nämlich. Ja. Ähm, dass die halt diese, diese Goblin-Bonus-Geschichte jetzt veröffentlichen. Mhm. Und die würde ich mir eigentlich gerne mal anschauen. Weil ich schon gern wissen wollten würde, vor allem nach dieser Szene halt in den letzten Folge und ich hatte das ja angemerkt, diese ein, zwei Minuten, wo man einfach mal den Alltag der Goblins gezeigt hatte, würde ich schon gern wissen, wie die Goblins ticken. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein kleines bisschen eher so auf ähm, so aus Spaß und der Freude aufgelegt, weißt du so einfach Goblin Slice of Life ein bisschen auf lustig gemacht, kann ich mir vorstellen. Ich denke ja, nicht, dass der irgendwie, ich glaube nicht, dass da uns wirklich wichtige Informationen zukommen. Ja, vielleicht lernt man halt noch irgendwas lustiges oder schönes über die Goblins. Ich fand's, ja, aber find's ähm, halt schon schön, so. Die ja. Episode hat uns daran erinnert, dass einige Charaktere ähm, etwas vielschichtiger sein könnten, als man auf den ersten Blick erwartet. Ne? unser Ranter, dafür, dass er andauernd sein Riesengroßmal aufreißt, äh, was macht er um in seiner Freizeit, um sich zu entspannen? Er geht fischen. Das ist ja nicht unbedingt ja. das, was woran man gedacht hätte. Ne? dass Yume eher so ähm, das ähm, physisch angelegte Charakter ist und dann in ihrer Freizeit klettern geht. Das kauft mir ihr ab, weißt du? Hm. Aber das Ranta Fischen geht, kaufe ich ihm nicht. Hier viel, ich. <laughs> Ach, der der muss auch mal chillen. Wenn er den ganzen Tag immer nur rumschreit überall, dann kann man ihm ja auch mal einen Tag Ruhe gönnen. Ja. <laughs> Ja, an sich ähm, mochte ich aber die, die Szenen zwischen Haru und Mari in der Folge am meisten. Du hattest eben schon angemerkt, äh, wegen Maris Synchronsprecherin, auch Harus Synchronsprecher finde ich super, die, das, das bringt so, diese Dialoge einfach super rüber. Ja, die, die macht auch sehr viele subtile Sachen dabei. Du musst mal drauf achten, wie der Ton von Mari sich ändert, wenn sie alleine mit Haru am Reden ist und wenn sie in der Gruppe ist. In der Gruppe ist immer noch ein wenig kleinlaut und ein bisschen äh, so versteift, wenn sie mhm, redet. Angespannt, würde ich ja, ja. sagen. Ja, das, das ist klasse, wie die das äh, reinbringt, wie man das so leicht auch raushört dabei. Es ist sehr sowieso, äh, ich glaube, das ist bis auf jeden Fall in diesem Jahr äh, die besten äh, Sprecherleistungen oh, aus ja. Japan, die ich gehört habe. Also es ist zwar nur ja erst März Mitte, aber trotzdem Bombe ja. ist Bombe. Bisher sehr großartig, definitiv. So, und für den letzten Teil unserer Staffel werden wir wahrscheinlich in die Minen gehen. Ey. Hm. Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen, irgendwie, dass man den, den, den Boss da killt, den äh, der, der Maris Gruppe getötet hat. Oder so. Das kann ich mir fürs Ende vorstellen. Und dann wäre es dann schon zu Ende. Ich hätte gerne eine zweite Staffel. Ich hoffe, es wird am Ende der ersten eine angekündigt. Ich hoffe es auch. Ich, was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist die gute und vergleichsweise realistische Darstellung von posttraumatischem Stresssyndrom, weißt du? Die hm. Reaktion, die Madi hat äh, auf, die, auf die Geschichte. ne? Ähm, das ist äh, schön realistisch gemacht, weißt du? Nicht übertrieben. Und nicht irgendwie dramatisiert oder ja, es, es wirkt halt nicht, als würde sie das so eine Schau aufstellen. Du weißt doch, wie öfters mal gewisse Dinge so im Theatermäßigen etwas äh, höher gespielt ja. werden, wenn ja, man Schauspieler. Und klar, dass Anime auch so eine Erzählstruktur ist, die sich an Filmen immer orientiert hat <laughs> Besonders Anime hat so seinen Spaß daran, einige Sachen extrem melodramatisch hochzuziehen. Ne? Das stimmt. Und das war hier wieder so richtig, ihr. Äh, nicht übertrieben, eher untertrieben. Und das fand ich richtig gut. Ich habe eigentlich sehr viel positive Sachen zu sagen für Grimgar, aber meistens liegen die ganzen positiven Sachen im Detail, weißt du? Ja. Grimgar hat richtig viel gute Details. Aber irgendwie, ich könnte mich ein bisschen mehr aufregen, was das Große und Ganze angeht, ne? Wieso hm. das denn jetzt konkret? Das ist mal so, in detailtechnisch ist es ja Bombe, ne? Die, die mhm. Charaktere und ihre Entwicklung, die sie durchlaufen, das ist so richtig gut rübergebracht. Aber dann, was im Großen und Ganzen passiert, ist mir immer noch so, wird eins unvorenthalten vorenthalten oder wird uns einfach nicht erzählt? Und äh, da, da ist so viel ja, vergebenes Potenzial da über die Welt und das über die Gründe, warum die hier sind und über die haben uns bisher nie eine Weltkarte oder sowas entgegengeworfen. Oder sonst irgendwie. So Vorstellung für die Größen und für die Dimensionen. Wir wissen, wie groß die Stadt sind aus den ganzen schönen Hintergrundbildern ungefähr. Aber wir wissen nicht, wie groß sie im Vergleich zu anderen Städten sind, in was für ein Netz sie ist, wie viele Leute da leben. Und über die Historie von dieser ganzen Welt, gar also, nichts kriegen wir. Weißt? Ich, es ist halt mit der Lupe auf unsere Charakterentwicklung gesetzt, was ich, eigentlich in Ordnung ist, aber es halt fehlt halt irgendwo ein bisschen kleines was, ne? Ich glaube aber, dass wir uns wirklich darüber weniger aufregen würden, wenn wir wissen würden, dass es mehr Folgen geben würde. Aber dann ja, bräuchte ja. die Serie auch definitiv noch mehr Folgen als 24 oder 26, um wirklich, wenn wenn sie sich weiterhin so erzählt, wenn sie, wie sie jetzt gerade ist, ja. um viel von der Welt zu erzählen. Bräuchte die dann locker drei Saisons? Das stimmt, weil die Serie hat ein etwas gemäßigtes Erzähltempo. Das muss mhm. man sagen. Ne? Nicht, dass sie ein falsches Tempo anschlägt oder irgendwie lange äh, atmige Strecken hat. Nee, okay, wir einige Leute würden es vielleicht als langatmig bezeichnen, ich nicht. Aber dass das Tempo nicht unbedingt hier im Galopp daherkommt, das muss man auch schon sagen. Ne? Ja. Nun ja. Nun ja, nun ja, nun ja. Nun ja. Man kann nur hoffen. Kann <laughs> auf jeden Fall, nachdem sie neun Episoden lang auf äh, Goblins eingehauen haben, kriegen wir jetzt ein neues Monster. Woo! Uh. <laughs> Kobolde. <lacht> naja. Ich ja. bin ich mal gespannt. So, sonst fällt mir nichts weiter ein. Du? Mm, nicht wirklich. Okay. Dann bist du wieder dran mit Aussuchen. Okay, lass uns mal schauen. Ja. Können wir zu Gundam kommen? Okay. Weil das war das Letzte, was ich mir angeschaut hatte heute. Gundam war auch wieder eine Zwischenepisode, die lässt sich relativ schnell zusammenfassen mit... Äh, die Tekka dann kommt über Biscuits Tod hinweg. Rafft sich wieder auf und es geht wieder vorwärts. Hm. Aber in der Episode passiert ja neben dem ja noch ein paar andere Sachen. Da wird wieder eine Menge vorbereitet im Hintergrund bei den anderen Fraktionen. Da bewegt sich bestimmte Sachen, damit es wieder hier äh, ja auf. Wie soll man sagen? Äh, große äh, Aktionen in den Plot kommen kann, weißt du? Ich meine, hm. bei den Gyalahorn mcgillis unser Blondie, überredet unseren äh, Blaui, unser also Blaueigen dazu, äh, Dings, äh, dem einen ist, äh, die, die Operation zu gewilligen. Ne? Ja, für dieses um, komische System, was denen den Hals kommt, beziehungsweise mit der Wirbelsäule verbunden wird. Ja. Der erzählt es auch, dass es eigentlich ursprünglich von Galahorn entwickelt wurde und Galahorn ursprünglich die Gruppe war, die die Gundams entwickelt hat, um den langjährigen Krieg gewaltsam zu beenden. Denn da war vor 300 Jahren. Das erzählt er uns alles und ich glaube, das könnte man als bare Münze nehmen. Zumindest in dem Universum scheint es so halbwegs historisch zurück zu sein, was er sagt. Aber er benutzt es halt für seine Zwecke, um den Kerl dann dazu zu animieren das zu machen. Obwohl, hm. manchmal weiß ich echt nicht wirklich, was dem seine... Was, was er will. Was der machen will. <laughs> will der jetzt unsere Hauptcharaktere unterstützen, oder will er sie vernichten? Vielleicht steht äh. er auch nur gerne einfach in der Mitte und will die, die beiden Seiten spielen sehen. <laughs> du meinst, er ist die Sorte, der gern äh, die Welt beim Brennen zuguckt? Ja. Ja, also... Äh. Ich, weiß, ich, ich weiß es auch nicht wirklich. Also, <laughs> zum einen will er halt wirklich äh, Galio dazu überreden, diesen einen, dieses äh, System. Ich, ja. <laughs> ich versuche die ganze Zeit auf den Namen zu kommen. Mir fällt dann nicht ich weiß, um dieses... wie es im Japanischen ausgesprochen wird, aber das äh, das ist äh, aus dem Indischen. Weißt du? Okay. Alayaski heißt es im Japanischen. Ach so. Äh, aber ich weiß nicht, wie es im Indischen ausgesprochen wird. Ah, da kann man nachher mal nachgucken. Ja, auf jeden Fall will, will, will er halt dieses System einfach diesem, diesem einen geben, damit er die, die, die Tecker dann vernichten kann. Und auf der anderen Seite unterstützt der Tecker dann, gibt denen ein Schiff und auch äh, finanzielle Unterstützung und was weiß ich. Es ist. Ja, aber unklar. da kann man vielleicht es sagen, ja es ist eher Mittel zum Zweck, weil Tecker dann ist ihm ja relativ egal. Er ist daran interessiert, was die Cordelia anstellt, ne? Das. Ja, das ist natürlich vollkommen korrekt. Er will halt ähm, horn so ein bisschen, sagen wir mal, intri intrigen. Intrigieren. Was ist denn das? Er will es wahrscheinlich <laughs> komplett umwerfen und schon vom Grund auf wieder aufbauen. Ja. Ja, also. Ich, ich. Mir, mir fällt so viel zu der Folge echt gar nicht mehr ein, ehrlich gesagt. Ich habe die eben erst geschaut. Mhm. Und ich kann mich an nicht so viel erinnern, bis auf die letzte Szene zwischen Mikazuki und Orga, die halt wirklich gut war, die Szene. Ja. Aber Abgesehen, sonst Also größtenteils, wir haben wieder die, das Manövrieren im Hintergrund von den verschiedenen Parteien. Und das ist so Nebensache, weißt du, wie zum Beispiel, wie äh, Cordelia ja, äh, genau. sich äh, mit, den, mit ihren Plänen versucht durchzuschlagen, und wie sie dann sozusagen die anderen Leute da überredet, auf ihre Idee zu kommen, mit dem, äh, mit einem Zug durch die Lande zu fahren, weil ja, die Chancen, dass sie da entdeckt werden, sehr gering sind, weil es irgendein Zug ist, der Tevas gehört. Und das ein Ding ist, was in der Zeit anscheinend äußerst selten geworden ist. Noch ein echter erfahrener Zug. Die, die Szene, ja, da muss ich aber kurz einwerfen, Die Szene fand ich auch ziemlich cool, wo Cordelia da einfach wirklich sich von ihrer sehr, sehr starken Seite zeigt und mit diesem älteren Herren, dessen Wiederwahl ja auch noch nicht gewiss ist, da irgendwie alles Mögliche abklärt, in alle möglichen Richtungen denkt, alles vorbereitet. Der, der Dornenbart, ne? Ich meine, ich, wir wissen ja, dass Gandim einige lustige Frisuren hat, aber der Dornbart ist schon ziemlich heftig. <laughs> ja, das stimmt. <laughs> ja, auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich Cordelia, die sagt: Ich hätte gern das und das und ich hätte gern auch, dass sie das und das machen für mich und das könnten sie auch für mich machen. Ja. <laughs> und natürlich ist das alles so gut gewählt, dass die anderen nichts anderes machen können, als ja sagen. Und äh, ja. Abgesehen davon gibt es eigentlich dann nur noch die. Das. Äh, ja. Der Nachruf von Biscuits Tod, ne? Hm. Das Nachspiel. Und die ganze Zeit ist so die Idee, dass ähm, man den Leuten die Zeit geben muss, um den Schock zu überwinden und dass man vorsichtig mit ihm umgehen muss. Und das Endresultat, wie das gelöst wird, ist ganz anders. Ähm, ja. Ein kleines bisschen blutrünstiger. Könnte man fast ausdrücken. Nicht unbedingt ja. blutig, im Sinne von wegen, dass Boost vergossen wird, ne? Aber die Art und Weise, wie, wie Mikazuki Orga wieder aufweckt, ist ein kleines bisschen ähm, kaltblütig, ein bisschen ja. grob, aber ich fand's auch sehr passend. Ja, das hat auch sehr gut halt zu Mikazuki einfach gepasst und es war an sich, fand ich, eine sehr coole Szene. Ja. Wo man auch wieder sagen muss, diese Synchronsprecher leisten eine verdammt gute Arbeit in dieser Szene. Die machen es gut, ja. Ja. Ähm. <laughs> Aber um, um das mal zu erläutern, halt wirklich, Mikazuki stürmt da mehr oder weniger ein Orgaszimmer rein, geht da rein, packt, pa packt ihn oder und fragt ihn einfach nur, was soll ich als nächstes tun? Wen soll ich als nächstes töten? Ja. Es ist, das war wirklich so ein bisschen... Ja. Ich meine, das einzige grob, Problem ist, ist er, immer muss, awesome. er muss den ja einfach nur aus seiner Apathie herausholen, ne? Ja. Und am Ende kriegt sich ja auch Orga wieder ein. Nachdem ja. Mikazuki das ein bisschen häufig wiederholt hat. Nur mal wieder mit ein bisschen dann anderen Wort kriegt Ball. sich wieder ein. Obwohl es jetzt eher äh, Blut geleckt hat und auf Rache aus ist, ne? Ja. Die sehen also, jetzt. Die es Escort, den Escort von Cordelia nur so als Mittel zum Zweck für ihre Rache. Nicht unbedingt ganz, aber das ist auf jeden Fall dabei. Ne? Also es ist nicht nur, dass sie jetzt komplett blind vor Rache sind, aber das ist ein sehr großer Motivationspunkt geworden. Und wenn Mikazuki das voll beabsichtigt hat, dann ist es so ein kleines bisschen so mit Vorsicht zu bewerten, so im Sinne, wegen, ich weiß noch nicht, ob das die beste Idee war, äh, <laughs> deine ganzen äh, Kollegen aufzuheizen, dass sie die, die Waffen jetzt äh, rütteln, ne? Die Säbel rasseln. Aber auf jeden Fall hat es funktioniert, ne? Ja. Besser als rumsitzen und und und, und möpen. Ne? Und warten, bis die Leute sich mal einkriegen. So hat es äh, definitiv funktioniert. Und ja. man ähm, ja, muss halt <laughs> wirklich sagen, von allen Seiten, wie du es wie eben schon sagtest, immer wieder hieß es, ja lass sie mal machen. Die, die, die Frauen von den Turbines sagen, ja, lass die mal machen. Äh, ähm, und der, der, der Mann hier, der Ingenieur, hat auch gesagt, lass die mal machen. Ja, ich meine, sie haben ja recht. recht. <laughs> sie haben ja recht. Es ist so die Sache. Auch wenn, äh, was Mikazuki getan hat, funktioniert hat. Es das heißt nicht unbedingt, dass es im Endeffekt die richtige Wahl war oder ob das richtig gut war in der Situation. Es ist jetzt nur schwer zu sagen. Ne? Und dass man ja sich nicht einmischen sollte, allzu groß und den Leuten alleine mit ihren Kummer ja fertig werden lassen sollte, ist eigentlich schon die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Ne? Ähm ja, keine Frage. Hm? <laughs> ich bin jetzt mal gespannt Ja Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt Tekka dann total durchtreten einen macht auf Kamikaze, das wäre nicht so toll. Das wäre ein bisschen doof und auch ein bisschen, bisschen Bruch drin, weil so waren sie halt Bruch. nicht. Ja, ich glaub's nicht Ich glaub's nicht. nee bezweifle ich auch so ein bisschen, Orga wird, wird noch klug bleiben. Ja, die werden nur ein kleines bisschen aggressiver werden wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich, sagen wir mal ein bisschen stürmischer und Anführungszeichen mutiger <laughs> Turm und dran. Ja. <laughs> Nun no, gut. Ja, aber ja. wir haben ja jetzt halt nur noch drei Folgen vor uns mit einem, ich hoffe mal noch ziemlich epischen Kämpfen und eine eventuell zweite Staffel. Eventuell. Also ich glaube, ist schon, ja noch nicht bestätigt, ziemlich stark auf eine zweite Staffel hinausläuft. Ich glaube nicht, dass wir das. Ähm ja, man könnte es rein theoretisch abschließen in den nächsten paar Episoden, aber irgendwie ja, da ist mehr drin noch. Ja. Das wirkt auf jeden Fall äh, so, dass es noch mehr Inhalt hat, die Serie, als, die, als sie das jetzt in drei Folgen noch packen könnten. Auch wenn man es, wie du sagtest, abschließen kann, aber da müsste man schon einige Sachen dann doch noch ein bisschen rushen. Ja, ich ha ich. ich habe jetzt noch nicht so genau die ähm, Verkaufszahlen der DVDs. Ich glaube, es hat in Japan schon angefangen, die ersten DVDs zu verkaufen und die Einschaltzahlen so richtig im Kopf. Ihr habt das nicht nachgeguckt. Ich hoffe aber doch, dass wir dann ihr im Nachhinein sehen, dass es erfolgreich ist in Japan und beliebt. Ich damit auch. die Chancen auf der zweite Staffel steigen. Hm. Wie gesagt, wurde die halt schon mal angedeutet, aber bisher nicht bestätigt. Ja. Naja, schauen wir mal. Gut, als jo. nächstes. Als nächstes wäre ich für Dakashi-Kashi. Kashi. <laughs> ja, sicher doch. <laughs> Ach, das war eine ziemlich bekloppte Episode. Ab und zu mal wird Takashi Kashi sehr bekloppt. Ja, und oh Gott. Alles, was ein Gesicht haben soll, was kein Gesicht hat, sollte ein Gesicht haben. Diese Regel befolgt Takashi Kashi ziemlich <laughs> gut. <Ja. lacht> also. Ich weiß nicht, also. Meistens kapiere ich ja, was in Dakashi Kashi vor sich geht, aber ich habe keine Ahnung, warum der Regie oder die Leute da hinten dran einfach dachten, mal da so eine kleine Zwischensequenz zu machen. Wir machen jetzt äh, so anthropomorphe Süßigkeiten, ne? so mit, mit Ärmchen und Beinchen und Gesicht. Und die, die werden sie natürlich ihre, ihre Pflicht erfüllen im Mund und des. Äh, ja. Mund angelöst zu werden, und ihre Reaktion zu erfüllen, dass, dass sie das also als Kriegsdrama darstellen. Das, das ist meine Zeit. Okay. <laughs> ja. Meine Zeit meine ist, Zeit gekommen. ist gekommen. Nein! <laughs> meine Schnute. Das ist, das war, ich meine, es passt ja zu dem dämlichen Stil von dagashi Kasia, aber irgendwie hm. habe ich mir gedacht, da, okay, Anime ist Anime. Und dieser perverse Humor dann danach auch noch. Ach Gott, ja, das, das habe ich schon fast vermisst, weißt du? <laughs> Wo bleibt mein Fanservice? Ja, gut, aber an der, am Ende der achten Episode hat man das auch schon mit ja. der Unterhose. Muss sein. <laughs> ja. aber das war Oh Gott, also ich muss sagen, in der achten Episode hatte ich wieder ein bisschen weniger gelacht, aber hier war der Humor schon wieder so <laughs> bescheuert, dass ich ziemlich hart lachen musste. <laughs> vor allem halt dieses, diese Szene mit dem Tee zwischen Hutaro und Zaya, <laughs> wo dann auch ähm, ähm, äh, die Gesichter anders dargestellt wurden. Yep. <laughs> <Hey, lacht> Dropping party <laughs> Ja, es ist aber teilweise ein bisschen problematisch mit Takashi Kashi, weil den Scheiß, den es verarscht, ne, die Parodie davon, wenn du davon keine Ahnung hast, dann bist du ein bisschen außen vor gelassen. Das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hat so altmodische äh, ähm, Mädchenliebe-Comics verarscht. Weißt du? So, mm, ja, ja, doch, das, das kenne ich. Das kennst du. Das hat also bei dir ist angekommen. Ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass es bei jedermann ankommt. Das ist eher, das ist mal wieder typisch für so Slice-of-Life-Sachen des neueren Schlages. Die haben eine ganze Menge Insider-Gags für Otakus drin. Hm. macht's halt nicht einfach für den nicht Anime Liebhaber. Takashi also, äh, ist sowieso nichts für den jemanden, der nicht Japan liebt oder Animes liebt. Ich meine, so, wie könntest du dich sonst mit den ganzen schrägen Süßigkeiten anfreunden dort? Ja. Ich meine, wir haben ja auch so ein bisschen was in der ähnlichen Ne, wir haben ja auch so Wassereis, dass du aus einer so einer Plastik Dinge rauslutschst, ne? Aber bei uns ist es nicht in Ballform wie bei den Japanern und sieht aus wie eine Zitze, an der ein Nuggel steht. Ja. Äh, äh. <laughs> Aber dass äh. natürlich der Gag da äh, bis zum Arsch hinaus rausgezogen wird, das, das, das finde ich gut. Ne? <laughs> Voll hier mit dran stelle. Ah, oh, wie sind die Dinger nochmal? Mir fällt das jetzt gerade nicht mehr ein. Also ich weiß nur noch. Ich weiß nicht mehr, wie sie im Original hießen. Ich weiß jetzt nur noch, wie sie dann am Ende hießen. Entweder Eisbomben oder Eisbrüste. Genau. Ja, Eisbomben Eisbrüste. oder Eisbrüste. Alter. Aber da, man, ja, man hat sich echt viel Zeit gelassen für diesen Gag. Ich glaube, das war die ganze halbe zweite Episode. Ja. Es war diesmal so zweiteilig. Es ist oh, eigentlich ja. immer zweiteilig fast immer zweiteilig. Ab und zu mal sind auch so kleinere Teile noch dazwischen reingeschmissen. Ja, gut. Puh, aber, Alter. Also. Der Kashi, Kashi trifft immer mal wieder in, in einen wirklich guten Humor, meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin nicht. Immer unbedingt der Freund von perversen Humor. kommt drauf an, wie der umgesetzt ist. Aktuell schaue ich zum Beispiel Green Green und da kann ich gar nicht lachen. Ja, aber, aber das, ist, das ist auch ähm, was anderes. Ne? Ich meine, Sagashikashi <laughs> versucht wirklich, gibt sich Mühe, ein bisschen clever zu sein. Ne? Ja, das stimmt. Und es versucht auch bei seinem <laughs> Grundthema gut zu bleiben. Mit dem Grundthema, den Scheiß, das mal als Kind gemacht hat, den Unsinn. Und die Süßigkeiten und die ganze Kultur darum. Und es funktioniert ja auch dabei, weißt du? Und es ist auch diese äh, Sorte von Humor, den du, äh, wenn du jünger warst, so die Sorte von dem du gelacht hast, weißt du? Äh, bei den Japanern ist es ja nicht anders. Es ist nicht so, dass äh, jeder Mann total der Fan ist von äh, Fäkalhumor. Mhm. Oder von so, 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 so stumpfen sexuellen Andeutungen. Das ist eher so, das ist für die Kids. Ne? Und das tut ja auch den, ja, was du als, Kid, als Kind so einen Unsinn getrieben hast, das tut es ja auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und in der Hinsicht funktioniert es fantastisch. So, ja. in der ersten Episode mit den, äh, mit den Dings, mit den Smarties, im Endeffekt, was das da waren, mit, mit den kleinen Schokoladendingern mit Glasur überzogen, die <laughs> ja. aus dem Hinterteil oh, das war so ein dumm. Papiertierchen Rausgeschüttelt <laughs> wurden, ne? ne? <laughs> Hotaru, du solltest sowas in deinem Alter nicht sagen. <laughs> das, ja, das Problem ist, dass hierbei der, der, der Wortwitz im Japanischen nicht so, nicht so hundertprozentig ganz gescheit übersetzt werden äh, könnte. Ähm, ja, klar. du ne. aber mir schon trotzdem vorstellen. Du hattest auch bestimmt äh, bei, der, bei der zweiten Hälfte, wo Rotaro den Dialekt ein bisschen gewechselt hat, hattest du wahrscheinlich auch mehr Spaß als ich. <laughs> ähm. Sie war schlecht in dem Dialekt, weißt du? So absichtlich schreit, schrott, schrottisch. Ich muss mir mal vorstellen, wenn einer versucht, irgendwie bayerisch nachzumachen, aber es überhaupt nicht kann. Ja, kann ich mir vorstellen. <laughs> ja, aber ja, es ist halt ein bisschen problematisch, wenn das... Ich meine, wann macht man das überhaupt? In irgendwelchen Übersetzungen hast du schon mal gemerkt, dass jemand einen Dialekt angeschlagen hat, um einen Dialekt aus, ne, aus dem Original irgendwie so sozusagen ja, zu ersetzen oder dran zu kommen? Passiert eher weniger, ne? Ja, das stimmt. Also, nee, in Anime fällt mir grob, es fällt mir grob kein Anime ein, der zumindest in der deutschen Synchro irgendwas mit Dialekten versucht. Das Problem ist, dass es auch schwer ist. Ähm, zum Beispiel ist es auch es ist selbst schwer Dialekt zu schreiben. Ich meine, auch selbst in Untertiteln. Das mhm. ist nicht so einfach. Dann, dann macht man halt sowas wie Playen statt Playing, wo man einfach ja, das g weglässt und dann aber so ist so einfach schwierig umzusetzen. <laughs> aber ja lustig blieb's trotzdem, weil halt im Grunde sind die Gags halt funktionieren auch ohne das ganz gut. Ja, obwohl einige Leute werden es nicht so ganz kapieren, wenn dann Otaro da ist und ihren Reis und ihren eingelegten Rettich futtert. Ne? <laughs> hm. Ich meine, ich weiß nicht, ob du sowas je was gegessen hast, so eingelegte Sachen aus Japan. Eingelegtes Gemüse sind Ziem teilweise ziemlich lecker. Also Echt? Äh, unerwartet gut. Okay. Ich meine, wenn du kein Fan bist von äh, Gurken aus dem Glas aus den Eingelenkten, dann wirst du wahrscheinlich auch kein großer Fan von dem anderen Zeug sein, was Japan eingelegt wird bei ihnen, ne? Bei ihren. Aber pff, generell voll geil. Tja. Nur als Snack kann ich es mir so schwer vorstellen. <laughs> das ist da wieder mal, wo die Japaner äh, schon arg Jenseits von unseren Geschmacksvorstellungen gehen. Ich meine, ich kann auch mich immer noch nicht dran gewöhnen, so kleine getrocknete Fische oder äh, wer heißt noch mal ähm, so Oktopusstückchen getrocknet zu essen? Oktopusstückchen. Wenn es Oktopus das ist, Oktopus, das ist nicht Oktopus, das sind die anderen Viecher. Äh. Tintenfisch? Tintenfisch, genau. Sowas so was? Weißt du so Tintenfisch, kleine Stückchen in trocken. In, 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 ja, wie mm. Chips in so einer Packung, weißt du? So okay. kleine getrocknete Stückchen, die man so futtert dann. <laughs> kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich würde es aber mal probieren wollen. Es schmeckt in Ordnung, aber irgendwie ähm, nicht wirklich sehr lange. Ich meine... <laughs> <laughs> aber mhm. egal. Auf jeden Fall, äh, da kann ich... Kann ich meine Zunge geht kaputt. <laughs> es schafft es auf jeden Fall, interessant zu bleiben. Definitiv. Wir haben leider nur noch äh, entweder drei oder vier Episoden vor uns. Weißt du, bei der Serie, die von Anfang an nicht versucht, irgendwie tief in ihre Story irgendwie was reinzugehen oder Entwicklung, mhm. sondern nur so life of Life und äh, Einzelgag-Ding äh, bleibt, da stört mich gar nicht. Da, ja, äh, da, da, da vermisse ich gar nicht den Rest außenrum. Das, das stimmt natürlich. Ich auch nicht. Es ist nur ja. ein bisschen schade, dass dieser schöne Humor uns nicht mehr so lange erhalten bleibt. Ja, ich meine, <laughs> irgendwann gehen ihnen die Süßigkeiten auch aus. Das stimmt wohl. Wahrscheinlich, auch wenn ich mir wenn vorstellen kann, dass es sehr viele gibt. Es, sie hätten <laughs> auf jeden Fall mehr Süßigkeiten, als jetzt an Episoden angesetzt sind für die Staffel. <laughs> ja. Aber, <laughs> naja. Okay, ich habe nichts mehr zu sagen. So dass ah, ich, ja, ich auch. Nicht sagen. Wirklich so. Okay, dann bist du wieder dran. Wir haben nur noch zwei Sachen. Ja, äh, dieses Mal war, äh, wie heißt es nochmal? Phantom World war dieses Mal ein kleines ah, Phantom bisschen World, Okay. Ähm, ich bin nicht der größte Fan davon, weil ich habe immer so ein bisschen Fremdschäden bei so Theaterszenen. <laughs> Ach so, okay. Ich fand es äh, ein bisschen belustigend. Es war es war amüsant, aber es war auch total ohne irgendwelchen, wie soll ich sagen? Es war so konsequenzlos. Bei, ja. bei Phantom World das ist die Sorte von Serie, da, da vermisse ich so ein kleines bisschen das Übergeordnete, das Tiefgründige und mehr Infos über die Welt und Scheuchs oder eine irgendwie einen roten Faden, der sich durchzieht. Das ist ja nur rein episodenhaft und rein größtenteils einfach nur für Gags und Faden. Hm. Die letzte Episode war ja genauso. War ja auch komplett platt. Ja, Ende. das ist mir dann auch großartig. Ich, ich und ich hatten ja gesagt, wir würden uns echt wünschen, würde das weiter aufgegriffen werden. Aber es war klar, dass es das nicht wird. Was ja, ja. schade ist. Ja, die Story hier ist relativ schnell erzählt. Äh, unsere Helden werden von äh, dem einzigen Mitglied des Theaterclubs engagiert, ihr zu helfen. Eine Theatervorstellung. Äh, zusammenzustellen für Dings, für so einen Wettbewerb, ne? mhm. weil sie zehn Jahre lang nicht gewonnen haben oder noch nicht mal in die Vorentscheidungen gekommen sind und das wollen sie jetzt endlich hier durchbrechen und was schaffen. Und dann werden sie so ein kleines bisschen, ähm, ja, nicht unbedingt ähm, gezwungen, aber äh, überredet werden sie. Und ja, so kann man es nennen. So kann man es nennen, ja. <laughs> sie, es wird an ihre, ähm, ja, an ihre Integrität wird appelliert. Und sie mm. können halt nicht anders als Ja sagen. Das ja. Lust, das, die Auflösung fand ich dann unglaublich lustig. Ne? Dass sich dann während der Theatervorstellung herausstellt, dass äh, ein Phantomspiel ist. Und dass das Phantom eigentlich das Mitglied des der Theatergruppe äh, war, ne? Der der Club des einzigen Überlebenden noch Mitglied, ist einfach nur, weil halt der äh, die der Club so unglaublich ähm, ja erfolglos war über die Jahre, dass sich so die Frustration angesammelt hat und zum Phantom wurde, hm. das ist jetzt unbedingt was da reißen möchte. Das ist jetzt so also ziemlich das erste Phantom, das nicht irgendwie ähm, besiegt werden musste, ne? <laughs> Auch wenn sich die rothaarige am Ende gewünscht hätte. <lacht> <lacht> Aber im Großen und Ganzen, ja, es war halt um jidai wie der Japaner sagt. Also so um historisch aufge, äh, ja, aufgemachter Schnulze. Ja. Hat in der Zeit des Bakumatsu gespielt. Ich meine, wer von japanischer Historie so ein bisschen Ahnung hat und Spaß daran hat, der weiß, die Japaner und Anime, die gehen andauernd wieder dahin zurück in das Thema, ne? mit den, äh, zu den Zeiten, wo so der Umbruch so politisch war in Japan, und die sowohl als auf, auf der Seite, die das alte System behalten wollten, als auch auf der Seite, die das neue System einführen wollten, eine Menge Helden sind. Und natürlich sind wir hier bei den Gummi, die eigentlich die Bösen waren, in Anführungszeichen, ne? Das waren diejenigen, die das alte System behalten wollen, wollten, ne. Okay. Aber ja, sie haben es nicht so wirklich ernsthaft rausgemacht, die Historiengeschichte. Geschichte, sie haben es nur als Aufreißer genommen, um dann einfach so, so einen typischen Sentai-Kram rauszumachen, weißt du, mit äh, irgendeinem Dämon, der äh, einen von den äh, Schinzeln-Gummi bes besessen hat und äh, dann Unsinn anstellt, so richtig Unsinn, aller wirklich Power Rangers mäßigen Unsinn ja. und auch am Ende <laughs> richtig Power Ranger mäßig, also Sentai-Film mäßig in die Luft fliegt, weißt du. So, ja, als Bösewicht. Der stimmt. macht auch selbst die, die Bewegungen, die, die die ganzen Schauspieler in ihren Gummikostümen immer da gemacht haben bei solchen Serien, die macht er auch so ein bisschen. Hm. Also, das ist im Großen und Ganzen ist das eine Sentai-Parodie, diese Episode. In, ja, <laughs> im historischen Gewand einer Theatervorstellung äh, äh, ja, mit, mit. Eigentlich nur Unsinn, oder? mal ganz ehrlich, das ist Unsinn. nur Unsinn, was jeder anschaut. Aber ich, am, am meisten mochte ich wirklich das <laughs> Detail eigentlich, dass Koromi bei Albrecht immer den Text abgeguckt hat. Oder dass Albrecht ihr den in, in, ins Ohr geflüstert hat. Ich mochte ja. dieses Detail so gern. Ich fand das so süß und lustig. Ja, und dann die, die Zuschauer so: Was macht der Bär da? <laughs> ja. Warum ist da ein Bär? <laughs> Aber bis auf äh, die Frage, warum da ein zwei Meter großer Plüschbär ist, der sich bewegt, äh, ja. Solange es funktioniert, ist ja. recht so. Macht eure Theaterspiele. Ja, auch, auch halt dieser diese Punkt, wo der wo, ähm, <laughs> Dämon halt zugibt, dass er ein Dem äh, Dämon Phantom halt zugibt, dass er ein Phantom ist. Und die Zuschauer dann einfach nur so, ich hab die Story jetzt zwar nicht ganz verstanden, aber das war irgendwie cool. Ja. <laughs> das war großartig. Es ist ein lustiger Kunstgriff, der so ein kleines bisschen mich ans Wrestling erinnert, weißt du? Ich weiß nicht, ob du von Wrestling irgendwie große Ahnung hast. Irgendwann gab es da mal so ein Ding, dass, ähm, dass die angebliche reale Welt hinter dem Wrestling zur, dem, zur Hauptstory wurde und zur Hauptunterhaltung. Ja. Und hier wurde es ja dann auch so, dass das, was wirklich im hinterdran passiert wurde, wurde zur Hauptstory und zur Unterhaltung mhm. des Theaterstils. Ne? Die Dramatik von wegen, ach ja, die zehn Jahre lang und ich bin dazu zu Phantom geworden und ne. Ja. Vor allem fand ich es halt auch einfach schön. Die hatten ja noch diese andere Gruppe, die da oben äh, steht und sich um Regie und Licht und alles Mögliche kümmert. Ja. Und <laughs> die dann halt einfach wirklich so passende Musik einspielen und sich gut um die Lichtstimmung kümmern. Das war einfach. Es war, es war sehr, sehr witzig gestaltet. Ja. Der, der visuelle Gag kommt natürlich daraus, dass, wenn das Phantom so richtig in Fahrt kommt dass äh, so die, das Theaterstück so pseudoreal für die Schauspieler wird. Hm. Und auch für die äh, Zuschauer. Ja. Weil die sind ja letzten Endes auch in dem Stück gelandet. Ja, das hat natürlich so, also, das war eine gute Ausrede, um es dann irgendwie so, nicht nur die Kamera einfach auf das äh, Theaterspiel zu halten, sondern einfach wirklich den ganzen Kram ausspielen zu lassen und die Animationsmuskeln wieder hier <laughs> Um wieder bisschen. zu zeigen, wie viel Geld man hat. Genau. <laughs> aber irgendwie, ja, ich mag ja immer noch Phantom World, aber diese Episode hat im Endeffekt, war so fluffy und so flach und nichts hinne dran, dass es so ein kleines bisschen vergesslich war für mich. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich diese Episode bisher eher die schlechteste <laughs> nach der ersten Folge finde. Wobei die erste Folge von Animationen her... Ziemlich krass war, aber hier war halt so von der Geschichte relativ unwichtig. Ja, ich meine, aus der ersten Folge, da sind ja wenigstens einige Szenen in Erinnerung, weil sie so abgedreht waren. Ne? Ja. Aber so extrem abgedreht wurden sie hier ja nicht. Es ist eher so, es ist halt, weil sie auch die äh, Sentai-Serien so nachgemacht haben, dass es ja absichtlich ein kleines bisschen so wirkt, als wäre es... An ein jüngeres Publikum gehalten oder an ein älteres Publikum, das sich an die Zeiten erinnern kann, als es jung war und Power Rangers geguckt habe wie ein Blöder. Ja, Power Rangers. Ich erinnere mich noch daran, als ich, <laughs> als ich Power Rangers geschaut habe und total erstaunt war darüber, dass da in irgendeiner Folge mal Bösewichte gewonnen hatten. <laughs> oh yeah. Das war ich überhaupt nicht gewohnt. So. Ja. Aber mir fällt auch nichts mehr ein zu das World. Nee, das wär's dann dafür. Ja. Ja, dann kommen wir zu unserem Dimension W. Zu oh. Joes Liebling bisher, würde ich einfach mal sagen. Weil ja, da schwärmen wir am meisten drüber. Zu Recht, in der Episode ging es wieder voll ab. Sowieso ist ja. jetzt Dimension W im vollen Schwung. Das einzige Problem vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein gigantisches Problem ist, ist aber nicht so einfach, der Geschichte zu folgen in dieser Episode, weil sie ein bisschen viel rumspringt. Ne? Das vielleicht stimmt. Das ich gesehen. Es, äh, ja. Es geht eigentlich. Ich habe noch so ungefähr im Kopf alles, was passiert. Im Grunde ist halt äh, gegen Anfang der Episode wird äh, der Kyoma von einer von diesen großen Sphären da getroffen, weißt du? Ich denke mal nicht unbedingt, dass es eine von diesen ist, sondern dass es da wirklich nur eine gibt. Ja, oder die so große Sphäre. Je nachdem, ja. was auch immer es ist, ne? so richtig erklärt ist es ja noch nicht ganz. Und dann verschwindet er in seiner inneren Welt der Erinnerungen. Und mhm. das ist ja dasselbe, was mit dem Prinz passiert wird. Und es wird im Laufe der Episode immer so zwischen denen hin und her geschnitten, wie sie ihre Erinnerung erleben. Und so bekommt man halt so Hintergrundschnipsel ja. zu dem, was alles da passiert ist. Und es kommt auch ein, also ist der, ist erst diese Episode ähm, so, wo so es ja, vorgestellt ja. wurde: unser ich eine ich. Bösewicht, ne? Mhm. Ich glaube, der kam in dieser diese Episode wirklich zum ersten Mal vor oder so. Zumindest so also richtig groß kam er zum ersten Mal hier vor, ne? Mhm. Mit dem, ja, etwas komischen grünen Haar und Gesichtsausdruck. Und diese, äh, ja, diese Stimme, die ein Wort schwätzt, der oder einen Satz schwätzt, er und du weißt schon, das ist der verrückte wissenschaftler typ <laughs> <Ja. lacht> Ja, an sich äh, fand ich die Episode auch wirklich super. Ähm, und und gerade der, der afrikanische Prinz Salva hatte irgendwie eine Vergangenheit, mit der ich nicht ganz gerechnet hatte bei ihm. Ich hätte die war nicht gut, ne? Ja. Das hat sein, seinen sein Charakter so richtig schön zementiert. Besonders, die war so richtig ohne irgendwelche Mühen. Das kann die Serie richtig gut. <laughs> Background in kürzester Weise erzählt, ohne das dass man irgendwie sich ähm, so gehetzt fühlt oder dass es zu langatmig gezogen wird. Es war einfach war sehr gut, war sehr gut. Hm, man bekommt wirklich das erzählt, was man braucht, ohne wirklich noch fra große Fragen aufwerfen zu müssen und das in einem echt guten Tempo. Ja, es ist halt nur ein bisschen problematisch, dass es so äh, splitterhaft, so also bruchstückhaft ist so fragmentartig einen an den Kopf geschmissen wird mmh, im wird der halt Episode. Ich habe mit dran, ne? Ich liebe so ein Scheiß, aber äh, es ist auch ein bisschen problematisch, dass du dein Hirn anstrengen musst, weißt du? Wenn du davor <laughs> da, äh, Dings, äh, Phantom Work geguckt hast, ne? also, denn hier <laughs> so. so auf langsamer Sparflamme läuft und dann kommt Dimension W oder bist du so, ui, oh je, oh je, ich muss anfangen zu joggen. <laughs> nee, also, ich, ich hatte vor der Dimension W hatte ich die Race geguckt, von daher ging's. <lacht> <Okay>. <lacht> Auf jeden Fall, diese Episode schmeißt uns unglaublich viele lustige kleine Details, Hintergrunddetails an den Kopf. Ähm, Trivialwissen mit Einbegriffen, wie zum Beispiel, ähm, dass der Roboterkörper von unserem Madel eigentlich derjenige ist, der gedacht war für äh, Kiomas Frau. Mhm. und Halt ähm, dadurch die gleichen Maße hat, einfach wie ja. Kiomas Frau. Und oh, deswegen, das, das erklärt halt, dass Kyoma Mira so ein bisschen anders behandelt. Ja, könnte man vielleicht sagen. Ja, so kann man es am ehesten ausdrücken. Und, äh, Kyoma wird ja so ein... Also, ich war ein bisschen verwirrt über die Tatsache, wie Salva und Kyoma in ihre Hintergrundgeschichten reingeworfen wurden. Weil auf der einen Seite wussten sie nicht, ähm dass sie halt in ihren Erinnerungen sind, bis sie es irgendwann halt erfahren haben. Ja. Und äh, Salva hatte das allerdings relativ plötzlich erfahren. Und zwar irgendwie so in dem Moment, wo Kyoma plötzlich bei ihm stand. <laughs> oder oder habe ich irgendwas verpasst? Ähm, nee, das ist nur so, dass an Salva schon sich bewusst war, dass er durch seine, äh, in seinen Erinnerungen gefangen ist. Aber dass, ähm, er anscheinend ja. nichts dagegen tun konnte oder wollte und dass man erfährt man erst als dann Kyoma bei ihm aus Versehen in die Erinnerung reinspringt, hm. weil es wird ja Ach, oh, warte mal bei mir äh, ich muss kurz Pause machen ja oh okay wir machen gleich weiter also wo war ich ich war dabei als ja. Kyoma aus Versehen reinkommt da in die Erinnerung von dem Prinz dann war da war er schon äh, auf dem Weg so ja, auszubrechen aus seinen Erinnerungen der hat ja schon hm. kapiert was abgeht aber so, ich glaube, bis zum Ende der Episode ist noch nicht genau klar geworden, wie das alles so zusammenhängt und wie das aufgelöst wurde. Äh, man hat nur von unserem verrückten Wissenschaftler Bösewicht, von unserem Neuen, den Spruch an den Kopf geschmissen bekommen, äh, dass in Erinnerung des Verbind die Verbindung ist zwischen dieser Welt und der Menschen W. Weil halt ohne Erinnerung, ohne Vergangenes, keine Möglichkeiten zur Zukunft bestehen. Das war ja. zumindest seine Logik, der, der da den Zuschauer in den Kopf geschmissen hat. Ne? Ja. Aber so richtig den ganzen Kram aufgefriemelt haben sie in dieser Episode noch nicht, was das Theoretische angeht, sondern sie sind eher so im Sinne von wegen ähm, Hintergrundstory ist wichtiger. Ja, wir haben ja. halt viel über die, auch, auch Losers Hintergrundgeschichte haben wir ein bisschen was erfahren. Ja, dass er auch mal früher halt ein Wissenschaftler auf, auf den Osterinseln war. Und der verrückte Wissenschaftler, der uns da vorgestellt wurde, noch als Bösewicht, ja. halt so, so für ein bisschen Chaos ja, auf, 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 diesen Inseln, auf dieser Insel gesorgt hat. Überall ein bisschen Chaos. Der hat ein kleines ja. bisschen einen auf Joker gemacht und hat überall äh, Anarchismus hier ein kleines bisschen ver ver verbreitet. Ja, um, da erinnere ich mich noch an den Typen, der das Handy im Mund hatte. Und ja. dann. Der, so. Die Keulbombe. Ja. Unangenehme Sache. Oder wieder zu so einem ekligen Ding. Ja. Das, das hätte ich gerne noch ein bisschen erklärt, warum das passiert. War die, ähm, ja, ich meine, was die ganzen Theorie, die sie uns in den Kopf geschmissen hat, können so ein kleines bisschen Schlussfolgerungen ziehen. Ähm, alle möglichen Paralleluniversen existieren ja in Potenz. Nebendran, hm. aber sie können nicht wirklich in Erscheinung stehen, weil es nur eine wirkliche Realität gibt. Aber wenn dann äh, ein Riss zwischen die Möglichkeiten und der jetzigen Welt reinkommt, dann äh, überlappen sich verschiedene Möglichkeiten und zerreißen sich gegenseitig. Deswegen, als der explodiert ist, war doch da so eine riesen-ekelhafte Pyramide aus viel verschiedenen Kopien von ihm, ja. weil sie miteinander verschwolzen waren. Das heißt, viele verschiedene Möglichkeiten von ihm und Realitäten sind aufeinander getroffen konnten aber nicht wirklich existieren und sind so wichtig futz gegangen. Und deswegen diese Anomalie, okay. die dann in der Realität da übrig geblieben ist. Tja, das wird Also gut die eigentliche Theorie hinter dran ist ja sterisch geil. Es wird immer noch einer der großen, äh, starken Punkte von dieser Serie. Hm, das stimmt. Oh. Ja. Soll man noch großartig erzählen. Ach, ich weiß nicht, das Problem ja. ist, dass sie uns noch nicht wirklich alles erzählt haben. Ne? Das, das ist wir halt sind voll noch nicht zu Ende gekommen. Es ist halt in der Mitte, so, oder nicht in der Trotz. Mitte, aber kurz vor der Auflösung so ein bisschen abgeschnitten worden, ja. so im Sinne von wegen bis zur nächsten Episode, wo wir euch das alles so aufklären. <laughs> Und Weil wir war haben ja noch nicht so genau den Vorhergang äh, des Unfalls auf den Osterinseln. Wir haben ja das, was dazu hinführt, weißt du, wie die ganzen Spieler, die daran hm. beteiligt waren, zusammengekommen sind. Das haben uns ja diese einzelnen äh, Stückchen aus den Erinnerungen uns gezeigt. Aber ja, was da richtig passiert ist, weiß man nicht. Es wird ja nur einem in den Kopf geschmissen, dass äh, Loser zum Beispiel war das. Ne? Loser ist ja unglaublich wütend auf Kyoma, dass er sich nicht erinnern kann, obwohl Kyoma anscheinend irgendeine tragende oder wichtige Rolle bei dem Unfall da gespielt hat. Ja. Und äh, da, irgendjemand war es, dieser, dieser Bösewicht. Der ihm gesagt hat, er wäre eigentlich schuld daran, wie die ganze Sache hier dann geendet ist. Das alles wird uns noch nicht so wirklich aufgelöst. Also, ob das alles nur Geschwätz ist oder was äh, Kyoma wirklich getan hat, das wissen wir halt noch nicht, ne? Das ist das Problem. Ja, aber wenn äh, Kyoma halt auch schon davon ausgeht, dass dieser Unfall auf der Osterinsel und der Unfall mit äh, seiner Frau zum gleichen Moment passiert sind, kann ich mir schon vorstellen, dass er da wirklich eine tragende Rolle. Haben könnte, dass das Schicksal ihn einfach, sagen wir mal, dass es noch ein bisschen mit Schicksal zu tun hat. Äh, wer weiß. Ich bin mal gespannt. Hey, gemein. Aber man muss halt auch schon sagen: trotz dessen, dass die äh, Geschichten nicht abgeschlossen wurden in dieser Episode, hat die halt trotzdem viel erzählt. Dass ja. Salva auf seinen eigenen Bruder geschossen hat, aus Versehen, das halt nicht wusste, weil eigentlich ein Attentäter auf ihn drauf losgehen sollte. Ja. Dieser seine weibliche Begleitung getroffen hat und dann stand plötzlich Luwai hinter dem Attentäter. Ja. Und Salva hatte schon den Schussbefehl auf den Attentäter gegeben. Mit seinem komischen Panzer, der hinter ihm stand. Ja, das war eine richtig beschissene Situation. Ja, da, da frage ich mich halt. Luwai wurde ziemlich tot in dieser Szene dargestellt. Ja, er hat ja, ist ja ein Ganzkörperroboter. Ja. Wahrscheinlich haben sie sein Leben retten können, aber sein Körper war nicht mehr viel mit anzustellen. Oder Der du meinst, dass Luwai äh, wirklich nicht mehr da ist und das einfach nur eine äh, rekonstruierte Persönlichkeit von ihm ist? Nee, eigentlich wollte ich jetzt so, so eine Frage stellen von wegen, wie viel Luwai steckt halt denn noch dann wirklich in unserem aktuellen Luwai? Also auch von Gedanken her. Ah, das ist so eine Sache. Wenn er jetzt komplett, nur, wenn er nur rekonstruiert ist, wenn er nur ein Konstrukt ist, dann ist es ja wirklich nur so eine, ähm, ja, eine Nachmacherei von Blue White. Aber wenn sein Hirn drin steckt, dann ja, könnte man eigentlich argumentieren, damit, dass es er ist. Es ne? ist nur einfach der andere Körper. Hm. Ja, auch auch Loser ist mit seiner Tochter. Weil ich mich immer noch frage, ob das wirklich seine richtige Tochter ist oder, oder ob die einfach auch nur ein ist, adoptiert ne? hat oder ob es ein Roboter <laughs> ist oder irgendwas. Das ist ein bisschen seltsam, die Sache. Weil die auch irgendwas davon schwätzt, dass er dann, wenn die Sache geregelt ist, dass er dazu in der Lage ist, seine Frau, Frau wiederzutreffen, also Mutti wiederzutreffen, ne? Und in der Rückblende, da war die so eine äh, große, blonde Wissenschaftlerin, ne? Hm die irgendwie äh, in den verschossen war in den Wissenschaftler, der dann später zu Loser wurde. Genau. Julian hieß ja, glaube ich, früher der Loser. Ja, wenn ja. ich mich jetzt noch richtig erinnere. Und weil das Mädel auch so lange blonde Haare hat, habe ich irgendwie so gedacht: äh, Aber hey, das kann doch gar nicht sein. Die sind doch bei dem Unfall gestorben, oder? Was ist da passiert? Ja, das frage ich mich halt auch. Und wenn die die ähm es ist so ein bisschen verwirrend. Ich frage mich halt, ob Loser schon eigentlich eine Frau hatte, eventuell, weil das muss ja alles ziemlich zeitnah geschehen sein. Ich ich dieser Ahnung. Explosion, ob er da wirklich schon Jahre eine Frau her. hatte und eventuell diese Betrogen hätte. Ich habe keine Ahnung. Oder es ist, ah, nee. es ist erst fünf Jahre her. Ich, mein, mein, mein Geld liegt darauf, dass es auch ein Roboterchen ist. Ja. Muss <laughs> sein. Ja, also. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Roboter ist, aber ich würde gern wissen, wer nun wirklich Losers Frau war. Wenn er eine hatte. Wenn er eine hatte und das halt nicht nur zum Beispiel erzählt, ja, das könnte ja auch sein, dass es einfach nur behauptet, dass er eine gehabt hätte. Ah ja, unser ganzes Problem liegt halt daran, dass hier äh, die Auflösung uns noch so ein bisschen vorenthalten wird. Weißt du, es ist wie die, die, die Möhre auf äh, an einem Stock, weißt du? Wie so hm. vor uns hin und her gedaukelt wird. <laughs> Stimmt. Ah, also die Serie macht das ja gut, ne? Ja, also die, die Serie macht das ziemlich gut. Und ähm, auch nach wie vor eine Sache, die ich da anmerken möchte: die sieht auch echt gut aus, die Serie. Jo. Also, ich, ich mag auch irgendwie diesen. Ich kann diesen optischen Stil von ähm, Menschen W nicht ganz beschreiben, aber. Er kommt mir auf jeden Fall anders vor als so, so mal der klassische Anime. Ähm, also vom Charakterdesign ist es nicht unbedingt anders. Und vom Farb- und vom Linienstil ist es schon ziemlich modern. Und ja, also. Es erinnert mich immer so ein, so ein bisschen, also wirklich nur so ein bisschen an die Berserk-Filme, wo so ein klassischer Anime-Zeichenstil und CGI irgendwie verschmolzen sind, ziemlich gelungen. Ja, so, habe ich das Gefühl, hier immer rauszusehen. Hier ist nicht so viel CGI drin wie in den Berserk-Filmen. Ne? Es ist nur, äh, dass die ganze bei der Einfärbung von Anime äh, mit Computern, wie es schon seit weiß ich, ewigkeiten benutzt wird, da kann man halt teilweise ein bisschen tricksen und ich glaube, größtenteils äh, die Serie tut sich halt definieren daraus, dass sie nicht allzu starke Schattierungen hat, sondern sehr leichte und dass sie sich farblich halt äh, ihren eigenen Stil hat. Aber von, von, von dem eigentlichen Designstil, ne, vom eigentlichen Zeichenstil ist die Serie nicht wirklich etwas, was äh, komplett einzigartig ist. Hm. Nee. Also. Ähm, Ne, so richtig direkt was Vergleichbares könnte ich auch nicht unbedingt anlegen. Es ist einfach nur. Es ist kompetent, weißt du? Das, das, da kommt halt, die Kompetenz spürt man an jeder Stelle. Ja. Sprüht aus jeder Pore raus. Ne? Ja. Ja, die Details von der Serie, da könnte ich mich ewig drin hier so aufhalten. Wie die ganzen kleinen Macken und äh, so Charaktereigenschaften, die unser unser Robotermädel zeigt andauernd, die sind absolut wunderbar. <laughs> ich meine, so ein Nebencharakter kann sehr schnell einem auf die Nerven gehen, aber die schafft es eigentlich die ganze Zeit immer nur putzig zu sein. Das stimmt. Tja ich, äh, Mir fällt jetzt nichts bei ein, was ich noch sagen soll Für Ich meine, so allzu viel weiter. in der Episode ist ja nichts wirklich passiert, sie sind mit dem Auto da hingefahren und äh, ja, ein kleines bisschen unsere anderen Collector haben ihre Probleme und ihre kleinen Scherereien untereinander, aber hauptsächlich der Hauptaugenmerk ist ja immer doch daran okay. Äh, Kyoma trifft auf den Loser und zwischen ihnen kommt diese Sphäre und dann fällt Kyoma in Ohnmacht und geht auf die Reise in Erinnerung, wo dann rumgeschaltet wird in der, der Hintergrundstory. Das ist ja der Hauptteil, ne? Und hm. viel Größeres muss man da nicht erzählen und sagen. Es gab halt nur noch diese eine Szene. Ich, ich mag die Darstellung der Nothingness in der Serie, weil sie halt wirklich einfach nichts ist. Ja, diese einzelnen Bereiche, die so. Mhm. Und ja. da gab es halt diese Szene, wo Loser noch mit seiner. Anführungszeichen Tochter, halt vor dieser Nothingness stand, hinter so einem riesen Tresor. Ja. Wo auch wieder Fragen aufkamen, ob Kyoma bereits dort war an diesem Ort, weil ja, die irgendwie ist, so eine extreme Bombe gefunden hatten. Das ist doch das Zentrum von dem Unfall gewesen, weißt mhm. du? Und das war komplett vom Nichts verschluckt. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie das Antworten. Ganze. Ja, ich, ich, bin, ich, ich bin echt gespannt, wie das Ganze noch ausgeht. Naja. Jo, sonst. Wer ja, hätte ich abgeschlossen? Wir sind durch. Jetzt, ja. Wunderbar. Dann war's das mit der neunten Episode von Anime Aktuell in der Wintersaison 2016. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bye, bye.